Hi und herzlich willkommen zurück bei Meli Kaninchen. Heute ein etwas anderes Video. Und zwar gibt es einen Arbeitsvlog heute. Ich werde euch quasi einen Tag in meinem Alltag mitnehmen. Also ich werde arbeiten, aber es ist jetzt kein 100% normaler Arbeitstag, weil eigentlich habe ich schon alles für diesen Monat gestern abgearbeitet, aber ich werde jetzt einfach vorarbeiten, damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie so ein Lektorenalltag aussieht als selbstständige Lektorin. Dass das Lektorieren manchmal auch etwas zu kurz kommt, wenn man noch so viele andere Dinge machen muss. Also ich versuche euch einfach einen Einblick zu geben, aber generell möchte ich halt vorab sagen, dass nicht jeder Tag gleich aussieht, aber damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben jetzt 8:07 Uhr. Kannst du fokussieren, Kamera? Hallo? Ja, super. Wir haben jetzt 8:07 Uhr. Das ist auch ungefähr die Zeit, um die ich auch in der Regel anfange. Also ich mache ein kurzes Recap von dem, was bisher passiert ist. Also ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden mit meinem Mann. Dann haben wir gefrühstückt. Wir haben Wohnungen auf Vordermann gebracht und alles. Und dann ist er um 6:45 oder so ist er gegangen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich dann immer allein hier mit meiner Mieze Frey, die ihr vielleicht dann heute auch noch das ein oder andere Mal sehen werdet. Und in der Regel mache ich dann Social Media, also setze mich dann um 6:45 dann an den PC und hänge dann an meinem Handy erstmal und mache dann ja Instagram-Posts etc. Und dann ja immer so zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr fange ich dann an, ja, dann tatsächlich dann auch zu lekturieren. Es sei denn, ist irgendwas dazwischen gekommen. So, und jetzt haben wir 8 Uhr. Ich bin heute ein bisschen später dran, weil ich die Idee hatte, mir eine neue Kamera zu kaufen. Die werde ich mir aber nicht jetzt kaufen, aber in Zukunft. Und wenn ich mich auf sowas eingeschossen habe, dann kann ich auch nicht aufhören, bis ich das dann so fertig habe. Deswegen muss ich jetzt erstmal Instagram erledigen und danach muss ich noch meinen Lektoren-Newsletter verschicken. Den könnt ihr übrigens über meine Webseite www.melinacornelia.de abonnieren, um über meinen Lektoratsservice auf dem neuesten Stand zu bleiben und über neue Videos informiert zu werden. Denn es ist gerade Lektorieren mit Meli 6 online gegangen. Und muss dann noch einen Lektoren-Newsletter verschicken und muss mich um Instagram kümmern. Und es kann sein, dass die Aufnahme hin und wieder abbricht und ich dann den Akku aufladen muss, weil ich glaube, der Akku hat nur 1,5 Stunden Laufzeit, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, let's go, würde ich sagen. Als erstes habe ich ein Reel hochgeladen, das ein Ausschnitt aus dem Lektorin mit Meli 6 Video war. Danke nochmal an die Serie an dieser Stelle für den Vorschlag, das als Reel zu posten und nicht als normalen Beitrag. Ja, mit Titelbild und Unterschrift, das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Danach habe ich noch einen normalen Beitrag gepostet, in dem es um die Veränderungen in meinem Lektoratsservice geht, also in dem Angebot. Und danach habe ich noch eine Story gepostet mit dem Countdown für MGC. Denn als ich das Video aufgenommen habe, war der 29.07. und am 1.08. haben meine Kollegin Melanie Gorenko und ich verkündet, dass wir jetzt zusammen Dark Romans schreiben und haben da unseren Instagram-Kanal gelauncht und für diesen Launch musste ich noch den Countdown teilen. Und danach habe ich noch den Lektoren-Newsletter verschickt, den ihr, wie gesagt, über meine Website abonnieren könnt. In dem habe ich über die Veränderungen in meinem Angebot berichtet, dass eben unter anderem ich keine einzelnen Klappentexte mehr anbieten werde, sondern nur noch in Kombination mit Lektorat, Korrektorat und Kombipaket, dass ich in Zukunft nur noch von Englisch auf Deutsch übersetzen werde und nicht mehr umgekehrt und dass ich ab September 1:1 Schreibworkshops anbieten werde, in denen ich mit euch an euren Manuskripten arbeiten werde, um nachhaltig euren Schreibstil zu verbessern. Also, dass ihr nachhaltig was dafür mit euch mitnehmen könnt für Einsteiger und auch erfahrene Autoren, die noch Probleme haben oder Baustellen, an denen sie arbeiten möchten. Und ja,
Das wird dann quasi ein bisschen wie Lektorieren mit Mili, nur eben auf euch angepasst, weil ich der Meinung bin, dass man am besten lernt, wenn man an seinen eigenen Texten arbeitet und nicht, wenn man irgendwelche dämlichen Schreibübungen macht, die einem, ja, also die meiner Meinung nach, einem überhaupt nichts bringen. Und wenn ihr zwischendurch seht, wie ich zum Handy greife und schmunzele, dann liegt das darin, dass mir mein Mann wieder irgendwas geschrieben hat oder ich generell auch einfach Nachrichten beantworte. Ja, ich bin jetzt fertig. Also ich habe alles so Social Media technisch erledigt. Ich habe auf Instagram alles gemacht, was ich machen wollte. Ich habe ja den Lektoren-Newsletter verschickt und ja, wir haben jetzt fokussiert. Hallo, 8:49 Uhr. Das heißt, ich war jetzt gut 40 bis 50 Minuten damit beschäftigt. Ja, also so Internetpräsenz pflegen, da geht tatsächlich sehr viel meiner Zeit für drauf. Ich kann das gar nicht so in Stunden messen und ich mache das auch gerne außerhalb meiner Arbeitszeit. Also meine reguläre Arbeitszeit ist von 8 bis 15 Uhr. In dieser Zeitspanne lektoriere, korrigiere ich etc. Also ich mache meine Dienstleistungen. Es sei denn, ich trödele zwischendrin zu sehr, dann überziehe ich auch mal. Aber eigentlich ist so Kernarbeitszeit von 8 bis 15 Uhr. Aber ich mache dann auch so zu anderen Zeiten auch nochmal so Social Media und Website und so. Also das zähle ich halt nicht so dazu, weil das kann man halt nicht so gut messen. Ja, aber jetzt haben wir fast 9 Uhr. Und ich fange jetzt mit ja, einem Auftrag an. Und das ist das Korrektorat von The Equilibrium Chronicles. Teil 3. The Equilibrium Chronicles kennt ihr auch schon aus, ja, aus einem Lektorin mit Meli. Das verlinke ich euch hier mal. Da habe ich euch den Prolog aus Teil 1 gezeigt und genau, es steht jetzt das Korrektorat von Teil 3 an. Das Buch hat, wenn es mich nicht täuscht, lass mich mal kurz nachgucken. 184 Seiten hat das Buch. Normalerweise ist das so, bei Korrektoraten mache ich in der Regel 150 Seiten an einem Tag. Das heißt, dieses Buch würde ich jetzt in 2 Tagen machen. Genau. Aber ich weiß nicht, ob ich heute tatsächlich 150 Seiten machen werde, weil ja, ich habe ja euch hier dabei und ja, das Social Media Gedöns hat jetzt gerade schon viel Zeit gefressen und ich wollte nachher vielleicht auch noch ein bisschen was Autorentechnisches machen, damit ihr halt so einen Einblick in alles bekommt. Das heißt, ich mache heute einfach so viel, wie, ja, wie ich schaffe. Dann schauen wir einfach mal. Ich habe auf jeden Fall, weil ich hatte ja bereits erwähnt, dass es Vorarbeit ist, was ich gerade mache. Das heißt, also das ist eigentlich nur extra, was ich gerade mache und ich bin hier nicht im Zeitdruck oder so. Also gehe ich das einfach ganz entspannt an und ja, ich kann euch natürlich nicht zeigen, was ich hier jetzt mache, weil das würde halt das Buch spoilern. Aber ja, ihr könnt mich gerne dabei beobachten, wie ich hier korrigiere und ja, vielleicht erzähle ich dann auch noch ein bisschen was im Voiceover dazu. The Equilibrium Chronicles oder auch TC, wie ja, die Autorin oder wir alle es abkürzen, ist eine Urban Fantasy-Reihe, die voraussichtlich 7 Teile umfassen wird. Und wie gesagt, bearbeite ich hier gerade Band 3. Und ja, es geht um die Auftragskillerin Mia, die durch ominöse Umstände in eine Welt voller Engel, Dämonen und whatever reingezogen wird. Aber es ist nicht so eine Romantasy-Teenie-Story, wie man sie jetzt vielleicht erwarten würde nach dieser kurzen Beschreibung. Auch wenn es Romance-Elemente gibt, aber die steht nicht im Vordergrund, sondern es geht eher um Action, Humor,
auch viel Historie. Also, was ich an T.C. sehr gerne mag, ist, dass die Autorin sehr historisch genau arbeitet. Also, sie nimmt tatsächlich historische Ereignisse in der christlichen Geschichte. Und es gibt sogar zitierte Lateinpassagen. Und es ist wirklich sehr, es ist nicht nur fantastisch, es ist auch historisch und gleichzeitig actionreich und humorvoll. Und es gibt auch Spice. Und es hat eigentlich alles, was ich mir so von einem Buch wünsche. Deswegen kann ich euch ja die Bücher nur wärmstens ans Herz legen. Und ich finde, mich jetzt so auch hier beim Arbeiten zu sehen, ich finde es sehr interessant, meine Reaktion teilweise, wie ich dann schmunzele oder die Stirn runzele. Ja, was kann ich noch dazu erzählen? Also vielleicht noch zu meiner Arbeitsweise. Also ihr seht, ich lese hauptsächlich und immer, wenn mir irgendwas auffällt, was nicht stimmig ist, dann ändere ich das. Also ich überprüfe auch viel, also immer, wenn ihr seht, wie mein Blick nach rechts schweift, dann schaue ich auf meinen zweiten Monitor und schlage im Duden irgendwas nach. Und Dinge, die ich hier zum Beispiel oft nachgeschlagen habe, intensiv war, Unterschied zwischen genug und genügend. Gibt es eigentlich keinen, außer dass genügend nicht alleine stehen kann und genug schon, aber beide Wörter sind gleichrangig, nur so als Sidewissen. Und was habe ich noch nachgeguckt? Ah, Unterschied zwischen nutzt und nützt. Nützt wird eher im Süddeutschen und in der Schweiz verwendet, deswegen ist nutzt bevorzugt. Ah, und was ich auch nachgeguckt habe, war Petrus, ob es da einen einheitlichen Genitiv für gibt, und das ist tatsächlich Petri. Der wurde im Buch, wurde der wahlweise benutzt, mal des Petrus, mal Petri, und ja, Einheitlichkeit in Büchern ist sehr wichtig. Deswegen gucke ich das danach. Und ja, man sieht auch zwischendurch, wie ich dann überlege, irgendwas an dem Satz stört mich, aber ich weiß noch nicht was, dann muss ich den mehrfach lesen. Dann korrigiere ich mal, also dann mache ich manchmal so Experimente, dann verändere ich was an dem Satz und schaue, klingt das so besser, klingt das so nicht besser. Dann lösche ich meine Änderungen manchmal auch wieder. Und manchmal sind das tatsächlich auch nur so Kleinigkeiten, die ich verändere. Also dann füge ich da ein Wort ein und dann klingt der Satz gleich ganz anders. Oder hier war zum Beispiel ein Logikfehler drin. Sie greift nach der Hand, aber sie hat vorher schon nach der Hand gegriffen. Also Kongruenz, Logik, Wortwiederholung, Fehler, all das mache ich und ich finde das lustig zu beobachten, wie mein Gehirn arbeitet, und zwischendurch immer wieder am Handy, mal kurz auch Pipi-Pause. Das ist das Praktische, wenn man ja die Toilette direkt neben sich hat und nicht im Büro ist. Zwischendurch schaue ich auch mal nach Frey, die da aktuell da irgendwo da bei der Sitz, also nicht bei der Sitzbank, bei der Bank von meinem Mann da liegt, die er zum Training benutzt. Und ja, auch ganz wichtig ist, also auch der Grund, warum ich Kopfhörer auf habe, ich höre die ganze Zeit Musik. Deswegen seht ihr ja vielleicht auch hin und wieder mal, wie ich meinen Kopf irgendwie so bewege oder irgendwas murmele. Dann sind das meistens Lyrics, wenn ich so voll in der Zone bin, also voll in der Korrektoratszone. So, wir haben jetzt 10:08 Uhr, also es sind circa, fokussieren. Okay, will nicht fokussieren, aber wir haben 10:08 Uhr. Also es sind jetzt irgendwie circa 1 Stunde 20 Minuten rum. Ich habe die ersten 31 Seiten geschafft und ja, mache das eigentlich sehr gemütlich. Und ja, habe bisher 95 Überarbeitungen im Manuskript, was vollkommen okay ist bei einem Korrektorat. Also ich arbeite in einem Lektorat eigentlich immer so gründlich, dass ich im Korrektorat nicht so viel zu tun habe. Es sei denn, es war im Lektorat sehr, sehr viel zu tun, dann habe ich im Korrektorat auch immer dann noch ein bisschen mehr, aber
Also es ist im Lektorat immer sehr viel mehr Korrekturen als im Korrektorat bei einem Kombipaket. Und ja, wir haben mit 10.10 Uhr, das ist so eigentlich so meine Zeit, in dem ich Mittag mache. Ich weiß, es ist nicht Mittag, es ist auch sehr früh, aber das ist halt immer so die Zeit, wo ich halt Hunger bekomme. Und ja, deswegen werde ich jetzt mein Päuschen machen. Der erste Kameraakku läuft jetzt auch bald aus, das heißt, ich muss den gleich aufladen. Und das bietet sich dann ganz gut an, um eine Pause zu machen. Und ja, ich hole kurz mein Essen und zeige euch vielleicht noch, was ich jetzt heute esse. Und dann sehen wir uns dann nach der Pause wieder. Und zwar gibt es heute Lasagne-Reste. Also ich koche immer, außer einmal die Woche. Da bestellen mein Mann und ich Essen. Und ich koche immer, dass wir halt abends was zu essen haben und am nächsten Tag auf der Arbeit. Und heute gibt's Lasagne. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich am Schreibtisch sitze. Wir haben keinen Esstisch bei uns. Also doch, wir haben einen Esstisch, aber den benutzen wir nicht zum Essen, weil mein Mann und ich die Angewohnheit haben, beim Essen immer was zu schauen, also YouTube oder so. Und deswegen, also wir nehmen unsere Mahlzeiten immer an unseren Schreibtischen zu und schauen dann was dabei. Nicht sehr sozial, ich weiß, aber es funktioniert ganz gut für uns. Und genau, ich werde jetzt essen und das Akku aufladen und dann sehen wir uns dann später wieder. Hallo, ich bin zurück. Wir halten fest, mein Kameraakku braucht circa 3 Stunden, um sich wieder aufzuladen für 2 Stunden Laufzeit. Das merke ich mir auf jeden Fall für die Zukunft. Wir haben jetzt 12.54 Uhr. Ja, 12.54 Uhr. Und normalerweise mache ich nicht so lange Pause, aber ich hatte ja schon erwähnt, dass das jetzt kein klassischer Arbeitstag ist, weil ich sehr entspannt arbeiten kann, weil ich vorarbeiten kann. Und ja, also es ist ich mache normalerweise mehr, aber jetzt ist halt andere Bedingungen, aber einfach nur, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Lasagne gegessen, dann habe ich eine große Tasse Schwarztee getrunken. Ich habe mit Kollegen gequatscht. Das ist auch immer ein Großteil meines Tages, also nicht Großteil, aber ein großer Bestandteil, weil man muss ja bedenken, ich bin den ganzen Tag allein hier, also jeden Tag, also wenn mein Mann nachher nach Hause kommt, dann nicht mehr, aber ich bin halt alleine. Und das kann manchmal einsam sein, wenn man halt nicht im Büro ist und da seine Kollegen sieht. Und deswegen finde ich den Austausch mit Kollegen sehr wichtig. Und besonders viel tausche ich mich mit meiner Autorenpartnerin aus, der Melanie Gorenko, mit der ich ja auch das Autorenpseudonym habe, MGC. Jetzt kann ich es ja sagen, weil das wird am 1.8. Bekannt gegeben. Und ja, wir haben viel gequatscht. Und dann habe ich festgestellt, dass das Akku immer noch nicht voll ist. Und dann bin ich zum Supermarkt und bin ein paar Sachen kaufen, war noch in der Bäckerei. Und ja, jetzt 3 Stunden später sitze ich hier. Also wie schnell 3 Stunden vergehen können. Der Plan ist jetzt noch ein bisschen weiter zu korrigieren. Und danach werde ich das neue Kapitel lesen von dem neuen Roman, an dem Melanie und ich gerade schreiben. Das liegt nämlich schon seit 2 Tagen hier. Also wir wechseln uns immer ab. Ich schreibe die Frau, sie schreibt den Mann und wir schicken uns die Kapitel dann immer hin und her und der andere schreibt dann weiter. Und ja, ihr Kapitel liegt jetzt schon jetzt eine Weile rum. Das muss ich jetzt lesen und ja, aber erstmal korrigiere ich weiter. Ja, hier geht es jetzt nach der 3-stündigen Pause dann weiter. Ich mache in der Regel eigentlich immer so 1 Stunde Pause. Früher habe ich 30 Minuten Pause gemacht, aber ich habe gemerkt, dass da das nicht reicht. Also ich nutze die Pause dann meistens eigentlich echt so, um mit Leuten zu quatschen, mich auf andere Gedanken zu bringen, zu essen. Ich schaue auch gern YouTube in der Zeit. Aber einfach, um den Kopf wieder klar zu kriegen.
Denn also meine Aufmerksamkeitsspanne ist tatsächlich morgens am besten, also morgens nach dem Aufstehen, dann bin ich zwar müde, aber so von 8 bis 10 Uhr ist meine Aufmerksamkeitsspanne sehr gut. Und dann flacht die meistens ab. Deswegen mache ich dann so meistens von 10 bis 11 Pause. Und dann ab 11 arbeite ich dann weiter und dann so, ja, in der Regel bis 15 Uhr. Das ist mein persönlicher Arbeitsrhythmus. Und ja, wenn ich mal Überstunden mache, mache ich dann tatsächlich ab 15 Uhr dann nochmal eine Pause länger und dann setze ich mich dann später nochmal dran. Einfach weil ich diese geistige Recovery brauche. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass ich gejudged werde, wenn ihr dieses Video schaut, weil ihr denkt, aha, ja, die sitzt da und liest und tippt da dann hin und wieder was. Aber ich glaube, man sieht an meinem Gesichtsausdruck an, wie viel Konzentration das eigentlich erfordert, aufmerksam zu lesen. Weil wenn wir jetzt im Bett liegen oder auf der Couch sitzen oder keine Ahnung wo und ein Buch lesen, dann konsumieren wir einfach nur. Und viele Leute, habe ich auch das Gefühl, die lesen, aber die verstehen eigentlich gar nicht, was sie da lesen. Und ich muss das nicht nur verstehen, ich muss halt das Beste aus dem Buch rausholen. Und ich bin da auch sehr perfektionistisch. Ich will, dass alles sitzt. Jedes Wort muss sitzen. Und habe ich auch schon mein Video zu gemacht. Es gibt keine Fehlerfreiheit in Büchern. Aber ich möchte, dass das Buch nach meinen Möglichkeiten möglichst perfekt ist. Und auch wenn er dann irgendwann, wo dann noch irgendein Flüchtigkeitsfehler ist, ich will, dass die Sätze schön zu lesen sind. Und ich möchte, dass die Argumentation stimmt. Und ich möchte nicht, dass sie auf einmal einen Rock anhat, obwohl sie eben noch eine Hose anhat. Also, ich möchte, dass alles stimmig ist. Und deswegen lese ich auch öfter Sachen mehrmals. Wenn es eine Stelle gab, wo es viel zu korrigieren gab, wo ich viel umgestellt habe, dann lese ich diese Stelle wirklich mehrmals. Und vielleicht ändere ich dann die ersten drei Male nichts, aber beim fünften Mal ändere ich dann doch dann noch was, weil das ist wie so ein, es ist wie ein Kitzeln im Gehirn. Ich weiß, dass irgendwas an diesem Satz nicht stimmt, aber ich komme beim ersten Mal nicht drauf, was da nicht stimmt. Und ich habe auch im ersten Moment vielleicht keine Idee, wie ich es anders stellen kann. Also lese ich und lese und denke dann darüber nach. Und ja, ich liebe meinen Job sehr, aber es erfordert sehr viel Konzentration. Und deswegen kann ich auch nicht gut länger als 15 Uhr arbeiten. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie jetzt so einen lockerflockigen Tag habe wie heute an diesem Tag, dann kann ich auch mal länger machen, weil ich nicht die ganze Zeit so intensiv gearbeitet habe. Wenn ich wirklich von 8 bis 15 Uhr sehr intensiv und konzentriert arbeite, dann kann ich danach eigentlich nicht mehr, weil das killt meine Kreativität, wenn ich dann länger arbeite oder wenn ich dann auch nicht meine freien Freitage habe. Also wenn ich diesen Job zu lange, zu intensiv am Stück mache in der Woche, dann bin ich emotional total drained, also sehr emotional ausgelaugt und kann dann eben nicht mehr schreiben. Und bei mir ist ja noch die Sache, ich verdiene jetzt noch nicht so viel vom Schreiben, dass ich irgendwie davon sagen kann, ich kann davon leben, möchte ich auch gar nicht. Aber mein Ziel ist es in Zukunft, dass ich so viel mit dem Schreiben verdiene, dass ich es eben gut entschuldigen kann, wenn ich sage, hey, ich lektoriere jetzt nicht, sondern ich nehme mir die Zeit zum Schreiben. Weil häufig ist das jetzt noch so, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich sage, ja, ich arbeite freitags nicht, sondern schreibe. Also ich meine, ich habe nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich kann es mir erlauben. Wenn ich es mir nicht erlauben könnte, finanziell würde ich es auch nicht machen. Aber dann hätte ich halt noch mal mehr irgendwie eine Begründung zu sagen, hey, ich mache freitags nichts, sondern schreibe lieber oder bin einfach lieber für mich und ja, sammle meine kreative Energie so, weil dann kann ich sagen, hey, keine Ahnung, ich verdiene beim Schreiben 1000 Euro im Monat und das ist ein guter Nebenverdienst und ja, das wäre irgendwie so mein Wunsch und mein Ziel für die Zukunft. Da bin ich aber noch lange nicht, also wirklich noch lange nicht. Aber ja, im November kommt hier die erste MGC-Veröffentlichung und ich bin mal gespannt, wie das wird. Das ist auf jeden Fall ein langfristiges Ziel von mir. Und hier seht ihr, wie Frey durch den Bildschirm tanzt. Die kommt zwischendurch immer mal wieder im Schreibtisch und chillt ja dann,
beziehungsweise seit wir aus dem Urlaub zurück sind, also wir waren ja 4 Tage in Köln, jetzt im Juli, ist sie super anhänglich, also noch anhänglicher als sowieso schon. Und heute zum Beispiel, also jetzt einen Tag später, und ich meine Französischunterricht hatte, lag sie dann hier die ganze Zeit und hat mich bewacht. Und gestern mochte sie das nicht, weil die Kamera da stand. Aber ja, sie ist eine sehr gute Begleiterin bei der Arbeit. Und ja, zwischendurch gehe ich dann auch einfach mal zu ihr und kuschele mit ihr. Und das ist dann auch immer so eine ganz schöne Pause. Was machst du da? Ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen, irgendwann mal keine Katze mehr zu haben. Also ein bisschen Off-Topic-Talk. Also Frey und ihr Bruder, der mittlerweile tot ist, ist mein erstes Haustier, also mein erstes richtiges Haustier. Ich habe die damals adoptiert, vor 5 Jahren mit meinem Ex-Freund. Und ich hatte vorher schon als Jugendliche, als ich noch zu Hause gewohnt hatte, hatte ich Hasen und Meerschweinchen, aber ich war so unverantwortlich. Ich habe mich nie um die gekümmert. Also ich war wirklich schrecklich damals. Und ich weiß noch, meine ganze Familie dachte, als wir gesagt haben, wir holen uns jetzt 2 Maine Coons, ja, die werden sich ja, wird sich ja eh nicht darum kümmern. Aber ja, es ist nicht so gekommen. Also ich liebe Frey sehr und ich habe auch ihren Bruder sehr geliebt. So, ich habe jetzt 82 Seiten heute gemacht. In wie vielen Stunden? Also von 8 bis 9 habe ich ja Social Media gemacht, von 9 bis 10 eine Stunde, dann hatte ich 3 Stunden Pause und dann jetzt von 1 bis 2, 3 Stunden. Also ich habe jetzt in 3 Stunden 82 Seiten gemacht, was ganz gut ist. Ich habe ja auch gesehen, ich war zwischendurch am Handy. Das ist aber immer so, weil ich zwischendurch immer Nachrichten reinkriege von diversen Leuten und die müssten ja auch beantwortet werden, genauso wie Mails. Aber ja, ich habe heute 82 Seiten geschafft. Bei einem normalen Tag, wenn ich jetzt nicht diese 3 Stunden Pause zwischen gemacht hätte, hätte ich die 150 Seiten geschafft, also die ich normalerweise bei Korrektoraten mache. Aber ja, ich habe jetzt 82 Seiten. Den Rest mache ich dann am Montag. Es fehlen dann jetzt noch 100. Und dann kriegt die liebe Melanie ihr Manuskript dann auch wieder. Wir haben jetzt 14:57, 47. Ja, mein Freund schreibt mir gerade im selben Moment. Und mein Freund. Und genau, was ich jetzt noch zum Abschluss machen werde, ist das neue Kapitel zu lesen von unserem neuen Buch. Und da auch schon die Kommentare zu schreiben. Das neue Kapitel werde ich jetzt hier nicht mehr schreiben. Vor allem, weil es auch um eine Juicy Scene gibt und dabei möchte ich nicht gefilmt werden. Aber ja, dann habe ich noch so ein bisschen Autorenzeug mit drinnen. Kurze Randnotiz. Ich lese nicht nur das Kapitel und schreibe auch Kommentare dazu, sondern ich korrigiere auch schon drin, weil also Melanie macht bei unseren Büchern ja das Edit, also Content Editing, also alles auf den Inhalt überprüfen etc. Und ich mache danach halt nochmal ein Lektorat und nachdem sie das Kapitel hochgeladen hat, korrigiere ich da immer schon mal so ein bisschen drin, damit ich später nicht so viel Arbeit habe. Wenn ihr mich vor 1 oder 2 Jahren gefragt hättet, ob ich mir vorstellen kann, jemals ein Buch mit einer anderen Person zu schreiben, hätte ich auf jeden Fall nein gesagt. Ich weiß noch,
Mein erster Lektoratsauftrag als freiberufliche Lektorin war ein Dark Romance Roman von einem Autorinnen-Duo. Und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man zusammenschreiben kann. Und ich kenne mittlerweile auch andere Autorinnen-Duos. Also ich habe damals dann halt gemerkt, dass das überhaupt so ein Ding ist. Und ja, ich konnte das einfach überhaupt nicht nachvollziehen, bis ja, Mel ja dieses Jahr auf mich zugekommen ist und meinte, ey, wir müssten eigentlich mal so einen Dark Romance Roman schreiben, bei dem wir die Dark Romance Tromes auf die Schippe nehmen. Und ich am Anfang so, ja, ich finde die Idee cool, aber irgendwie hatte ich auch Angst davor, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie das halt sein würde. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und das hat sich einfach angefühlt, als hätte ich nie etwas anderes gemacht und als hätte das immer so sein sollen. Ja, ihr habt es gesehen, ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen des neuen Kapitels. So sieht das immer aus, wenn Mel und ich am Schreiben sind. Also wir haben immer sehr, sehr viel Spaß. Und ja, so soll es auch sein. Ja, wir haben jetzt 15.15 Uhr. Mein Tag ist jetzt so vorbei, sag ich mal. Vielleicht schreibe ich später noch das neue Kapitel, weiß ich nicht. Das ist dann immer so mutabhängig, launenabhängig. Aber ja, ich habe ja sehr viel Videomaterial jetzt, dass ich auch alles schneiden muss. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ja, so einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag als freiberufliche Lektorin und Autorin zu bekommen. Also so, zumindest so halb. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ja, wie es euch gefallen hat und ob euch irgendwas überrascht hat. Eigentlich war es jetzt ziemlich langweilig, ne? Aber ja, viele hatten darauf Lust und ich dachte, why not? Und ihr könnt mir mal schreiben, wie euer Alltag so ist. Ich bin da sehr neugierig und ich höre jetzt auch auf zu labern, ganz ehrlich. Das will ja keiner hören. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüssi.